Der Trial Jumper ist die neue Struktur, welche wir im Tricky Trails Update in Minecraft bekommen. Mit neuen Monstern und neuen Items, welche wir nur dort finden können, ist dieser die Hauptattraktion des 1.21 Updates. Und deswegen bekommt ihr von mir hier einen kompletten Guide, wie ihr diesen ganz einfach bezwingen könnt. Doch zunächst müssen wir eine solche Struktur erstmal finden. Und da diese nur unterirdisch spawnt, zwischen minus 20 und minus 40, können wir diese wahrscheinlich nur beim Minen finden. Wollt ihr jetzt aber gezielt dafür suchen, solltet ihr beim Kartografen eine Karte kaufen, die euch direkt zur Struktur führt. Die Struktur selbst besteht dann aus den neuen Kupfer- und Tuff-Blöcken, die in diesem Update hinzugefügt wurden. Wichtig hierbei ist, dass die Trial Chamber auf natürliche Weise keine Monster spawnen können, sondern ausschließlich welche von den Trials Spawnern beschworen werden. Die wichtigsten Räume sind hier die Korridore und die Chamber, da ihr hier die meisten Trial Spawner, Vaults, Truhen und Vasen finden könnt. Trial Spawner sind am wichtigsten, da diese euch die Möglichkeit geben, Trial Keys zu bekommen. Sollte sich ein Spieler in der Nähe befinden, fangen diese an Monster zu spawnen, bis eine bestimmte Anzahl erreicht ist und spawnen erst weitere, sollten die alten getötet worden sein. Hierbei sind die Spawner in verschiedenen Kategorien zu unterteilen, Breeze, Melee, Small Melee und Ranged. Mehrere Spawner auf einmal zu machen, kann zu Beginn sehr schwer sein, weswegen ich euch rate, eher isolierte Spawner zu bekämpfen. Solltet ihr alle Monster besiegt haben, schaltet sich der Spawner vorerst ab und droppt etwas Loot. Das Beste, was ihr hier bekommen könnt, ist ein Trial Key, mit dem ihr die Möglichkeit habt, einen Vault zu öffnen, welchen ihr auch in dieser Struktur finden könnt. Dies ist aber nicht der einzige Weg, um an einen solchen Key zu kommen, denn diese könnt ihr auch aus den Vasen bekommen, sowie besteht eine kleine Chance, dass diese auch einen Diablock droppen, wenn ihr sie kaputt macht. Also solltet ihr diese immer mitnehmen, wenn ihr welche seht. Doch was könnt ihr aus den Vaults überhaupt bekommen? Die wertvollsten Sachen sind hier wahrscheinlich der Trident mit 2,1%, die verzauberte Dia-Axt mit 3,6% und die verzauberte Dia-Brustplatte auch mit 3,6%. Auch könnt ihr hier zu 18,6% eine ominöse Bottle bekommen, welche durch das Trinken die Spawner stärker macht. Auch werden diese von Raid-Captains gedroppt, wodurch ihr den Bad-Omen-Effekt jetzt selber kontrollieren könnt. Teilweise sind die Monster dann echt stark, wodurch eine Eisenrüstung nicht mehr ausreicht und ihr euch schon etwas besser equippen müsst. Statt Trial-Keys könnt ihr jetzt aber ominöse Trial-Keys bekommen. Damit lassen sich die ominösen Vaults öffnen, welche neue Verzauberungsbücher, Dia-Blöcke oder Schallplatten droppen können. Auch ist hier ein Heavy Core dabei, mit dem ihr zusammen mit einer Breeze Rod den Maze craften könnt.